Wilde Gerüchte um Kroos. Laut spanischen Medien liebäugelt Toni Kroos angeblich mit einer Rückkehr zu Bayern München. Der 26-Jährige solle sich bei Champions-League-Sieger Real Madrid nicht mehr wohlfühlen. Laut den Berichten warte Kroos derzeit auf einen Anruf des neuen Bayern-Trainers Carlo Ancelotti, der ihn bereits bei den Königlichen trainiert hat. Laut Sport1-Informationen ist an den Gerüchten allerdings nichts dran. Matthäus Kandidat in Nürnberg. Lothar Matthäus ist als Nachfolger von René Weiler beim 1. FC Nürnberg im Gespräch. Nach Sport1-Informationen ist der Rekordnationalspieler der Wunschkandidat des Aufsichtsrats. Den gebürtigen Franken dürfte ein Trainerjob beim Club durchaus reizen. Für Matthäus wäre es der erste Trainerjob in Deutschland. Als Top-Favoriten gelten dennoch Alois Schwarz vom Ligakonkurrenten SV Sandhausen und Holger Stanislawski. PSG zahlt Blanc üppige Abfindung. Paris Saint-Germain und Laurent Blanc haben sich offenbar endgültig auf eine Auflösung des Vertrages geeinigt. Wie L'Équipe berichtet, wurde die entsprechende Vereinbarung bereits am Mittwochvormittag unterzeichnet und hält ein Trostpflaster für den einstigen Welt- und Europameister bereit. Angeblich erhält Blanc eine Abfindung in Höhe von 22 Millionen Euro. Der ursprüngliche Vertrag würde noch bis 2018 laufen. Wut und Frust bei der Türkei. Die Türkei fühlt sich nach dem bitteren Vorrundenaus bei der Euro betrogen. Der frühere türkische Nationalcoach Ersun Yanal prangerte die Italiener an, die als bereits feststehender Gruppensieger im letzten Spiel gegen Irland mit einer B11 verloren hatten. Im türkischen Fernsehen sagte Yanal, Italiens Verhalten sei seiner Meinung nach verantwortungslos und nicht korrekt. Durch den Last-Minute-Sieg nahmen die Iren den Türken den Platz im Achtelfinale. Nein, ich denke, dass das Wichtigste ist, dass er in seinen Körper hineinhorcht und auch da in engem Austausch mit der medizinischen Abteilung steht. Es sind alles Profis bei uns und ich glaube auch der Jerome ist Profi genug, um zu wissen, ob er Ja oder Nein sagt. Und das ist dann seine Entscheidung schlussendlich. Natürlich sind wir froh, wenn Jerome dabei ist, aber es geht ja darum auch, dass er wirklich spielen kann. Falscher Ehrgeiz ist, glaube ich, ein falscher Ratgeber auch dann. Aber ich bin mir sicher, so wie ich den Jerome kenne, auch, dass er am Sonntag auf dem Platz stehen wird. Ja, ich denke, dass jeder die Fernschüsse von ihm kennt. Er hat auch in Neapel schon sehr oft gute Tore und schöne Tore erzielt. Ich glaube, da muss man einfach nur mal ein YouTube-Video anschauen. Da hat er schon das ein oder andere schöne Tor erzielt und es ist so, dass er in den Spielen in der Gruppenphase gar nicht so weit vorne war, sondern eher ein Spieler ist, der gerne aus der zweiten Reihe kommt, um dann auch seine Schussqualitäten einfach zu zeigen. Wichtig wird sein natürlich, dass dann unsere Sechser hellwach sind und früh versuchen zu stören, sodass er sich den Ball gar nicht gut vorlegen kann. Aber es ist trotzdem so, dass man sich nicht zu sehr auf einen Spieler festlegen soll, sondern auch die Offensive grundsätzlich beobachten muss und gut analysieren muss, um sich dann auf das Spiel vorzubereiten. Mit den Sport1 News immer up to date. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Immer noch Reus über den halben Platz, vorbei an Bonucci und rein ins Tor.